Wie funktioniert eigentlich ein Mild-Hybrid bzw. ein MHEV-Fahrzeug? Ein MHEV-Antriebskonzept unterscheidet sich gegenüber dem konventionellen dadurch, dass wir einen zusätzlichen CAN im Fahrzeug integriert haben. Neben dem Antriebs-CAN haben wir einen Hybrid-CAN. In diesen findet sich ein DC-DC-Wandler und eine Hochvolt-Batterie wieder und ein RSG, ein Riemenstartergenerator. Diese drei Komponenten zusammen bilden mit dem herkömmlichen 12-Volt-Bordnetz ein Unterbordnetz, ein 48-Volt-Bordnetz, und darin integriert sind beispielsweise verschiedene technische Lösungen, ein EABS, ein EABC, ein EBKV oder auch ein EAV. Der Riemenstartergenerator hat darüber hinaus noch die Annehmlichkeit, dass er beispielsweise im Change of Mind oder im klassischen Start-Stopp-Fall die Geschwindigkeit, in dem das Systeme greifen, erhöht. Das heißt, wir können nicht nur bei 7 km/h Start-Stopp machen, sondern bereits bei 22. Das Wiederanbinden aus Start-Stopp ist deutlich komfortabler, vibrationsärmer, leiser und somit für den Kunden wesentlich komfortabler. Anderer netter Side-Effekt ist, dass durch den Abschalten des Motors, was der RSG möglich macht, wir verbrauchsärmer unterwegs sind und natürlich auch die CO2-Bilanz in dem Fall leicht sinken können. Das ist der RSG.